Und einen wunderschönen guten Morgen, ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Vlog, 9.17 Uhr auf meiner Uhr. Ich habe gerade die Verabschiedung gedreht, dann dachte ich mir, mache ich auch gleich die Begrüßung wieder für das neue, für den neuen Vlog. Heute ist Donnerstag und mal schauen, was heute so passiert. Ich hoffe nicht viel. Ich muss heute Morgen oder ich möchte noch ein Video für meine Finanzakademie drehen. Dafür muss ich noch ein paar Dinge recherchieren bzw. ein paar Dinge mir aufschreiben. Und genau, ich muss jetzt aber die beiden Vlogs bearbeiten von gestern. Das mache ich als allererstes. Dann gehe ich duschen und dann geht's weiter. Ne? Jo. Wetter ist richtig mies, glaube ich. Das sieht da dunkel aus an meinem Fenster. Deswegen, also draußen können wir nicht viel erwarten. Gazi hat gestern gesagt, dass es die ganze Woche schneien wird. Also ich mag gar nicht rausgucken. Genauso sieht es da auch aus. Also das wäre jetzt echt doof, ne? Also wir haben uns doch schon an den Sommer gewöhnt und jetzt fängt das wieder an zu schneien. Also das muss jetzt ehrlich nicht sein. Na gut, ich erlöse euch jetzt hier von meinem ungepflegten morgendlichen Aussehen. Ich habe übrigens richtig gut geschlafen diese Nacht. Klar, ich wache hier andauernd auf. Also es ist jetzt nicht so, dass ich immer so richtig schön gut schlafe. Ich wache also, weiß ich nicht, bestimmt 30 Mal auf. Aber es ist dann auch, wenn ich gut schlafe, wieder so, dass ich einschlafen kann. Und dass ich dann auch öfters so diese Tiefschlafphasen doch habe. Und das dann schon immer gut und dass ich die ganze Zeit so in Alarmbereitschaft liege, das ist immer echt nervig. Dann ist man morgens auch geredet und ich wache dann mal auf, so mit zusammengebissenen Zähnen. Das ging dieses Mal, also es war nicht ganz so schlimm wie sonst. Deswegen ist schon mal eine ganz gute Nacht gewesen. Ich wünsche euch, wie gesagt, ganz viel Spaß heute und bis gleich. Hallo, hier bin ich wieder. Ich habe mir die Haare gewaschen mit Fanola. Und guck gerade mal, was das angerichtet hat hier bei mir. Ich bin frisch aus dem Badezimmer raus. Jetzt muss ich aber unbedingt hier mein Dings schneiden. Ne? Das ist richtig doll hier jetzt eingerissen. Was ist denn das hin? Keine Ahnung, wo ich diese Nagelknipser hin habe. Leute, wisst ihr eigentlich, wie toll das hier geschneit hat? Überall Schnee, wahrscheinlich deutschlandweit, hatte ich ja eben auch angekündigt. Alles voll Schnee, die Bäume, überall, man sieht nichts, alles nur Schnee draus, kein Boden mehr oder kein Baum mehr, alles voll Schnee, ist ja richtig schittig. Wir hatten uns doch so schön immer gesund da auf der Terrasse, also was ist das denn jetzt? Wo kommt die Schneewelle denn her? Nee, richtig furchtbar. Naja, also ich habe mir die Haare gewaschen und habe wieder das Duff, die Duff-Spülung drauf gemacht, weil dann ist das immer so schön. Ja, knitterfrei hätte ich fast gesagt, dann klettfrei. So. Genau, seht ihr? Schön. Kein blauer Schimmer in meinen Haaren, oder? Ich sehe nichts. Alles gut. Aber ihr seid auch hier vor meinem Spiegel direkt. Hier ist noch so ein kleiner, ich glaube, ich entdecke nichts. Hier ist so ein bisschen wieder, ne? Also, ja, ich weiß nicht, ob ich heute irgendwas mit meinen Haaren stylen soll oder ob ich sie zum Zopf mache. Schauen wir mal, ich weiß noch nicht genau. Hier so ein bisschen so ein blauer Schimmer, ne? So ein ganz kleiner ist hier schon, glaube ich. Naja, egal. Und genau, ich wollte das nur eben mit euch vor der Kamera mal geguckt haben. Nächstes Mal, wenn ich zu DM gehe, dann hole ich mir mal irgendetwas anderes. Naja, übrigens eine nette, also diese Kommentare kommen ja immer wieder, ne? Diese netten, wirklich unheimlich freundlichen Leute, die immer sagen, deine Haare sehen aber richtig furchtbar aus, die sind ja so dünn und geh doch mal zum Friseur und deine Haut überhaupt, geh doch zu einer Kosmetikerin, mach doch. Leute, ich bin Kosmetikerin. Ob man mir das nun glaubt oder ob man mir das nicht glaubt, das ist ja das Problem derjenigen, die mit mir ein Problem haben. Also ich
bin Kosmetikerin. Ich brauche zu keiner Kosmetikerin gehen. Auch wenn ich das seit jahrzehntelang jetzt nicht beruflich ausübe oder nie beruflich auch ausgeübt habe, man verliert ja auch die Routine und man, wenn man das nicht an anderen macht, ist es sowieso anders. Und wenn du mal irgendwas vor vielen, vielen Jahren erlernt hast und es nicht ständig machst und dich nicht immer ständig weiterbildest, klar, dann ist man nie auf dem neuesten Stand, das ist richtig, aber ich habe das auch alles gelernt, ja. Ich muss nicht viel Geld ausgeben, um zu einer Kosmetikerin zu gehen. Ich kann mich selber behandeln und ich weiß auch ganz genau, was auf meiner Haut funktioniert oder nicht. Ich habe ja auch wieder einen Shitstorm bekommen, als ich das letztes Mal gepeelt habe. Ist übrigens immer der Fall. Jedes Mal, wenn ich ein Peeling vor der Kamera mache, kriege ich die Kritiken halt. Geh doch zu, du hast doch keine Ahnung und wie kannst du nur und wie kannst du nur das und das machen? Ich habe das gelernt. Ich weiß genau, was ich mit meiner Haut machen kann und was ich nicht machen kann. Ich kenne meine Haut in- und auswendig und ich sage auch immer wieder, wenn ich irgendetwas vor der Kamera mache, geht vorher zu eurem Hautarzt, erkundigt euch bei eurer Kosmetikerin. Bitte macht das nicht, was ich gerade mache. Sage ich das nicht jedes Mal wieder vor der Kamera, aber für mich, für meine Haut, wie ich damit umzugehen habe, weiß ich weiß das am besten. Und ich muss niemand anderen um Rat fragen. Weil wollen wir mal ehrlich sein, letztendlich wollen alle nur eins von uns, nämlich unser Geld. Ja? Jeder will unser Geld. So ist das nun mal. Wenn ich zur Kosmetikerin gehe, die sagt mit Sicherheit nicht nein, wenn ich da reinkomme. Ja? Und wenn ich ihr sage, das und das und das möchte ich nicht, weil das und das und das weiß ich, kann ich nicht gut, dann wird sie mich davon überzeugen, dass das und das und das doch für meine Haut richtig ist. Klar, nicht alle. Es gibt Menschen, die sind nett, die sind freundlich, die sind sehr kompetent, die versuchen einem auch wirklich zu helfen. Ja, aber es gibt wirklich auch nicht so viele davon. Ja, meiner Erfahrung nach. Klar kann das bei euch wieder ganz anders sein. Jeder von euch hat da andere Erfahrungen. Ich habe aber gelernt auf meiner Schule, Leute, ihr müsst verkaufen. Wenn euer, und ich war lange in dieser Schule, es ist nicht nur mal ein Wochenendkurs gewesen und es war auch nicht nur ein paar Wochenkurs, hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Ja, außergewöhnlich länger als ein normaler Kurs dauert, denn es ist kein Ausbildungsberuf. Eine Kosmetikerin ist kein Ausbildungsberuf. Ja, so. Und wenn man, jedenfalls früher nicht, ich habe mich seit Jahren nicht mehr damit befasst, interessiert mich auch nicht, ehrlich gesagt, ja, weil ich, was war das, Schnee, weil ich weiß, was ich kann, ich möchte da auch keine Fortbildung machen, ich möchte keine Maskenbildnerin werden, ich möchte nichts in diese Richtung machen. Ich mache das einfach nur, weil ich es mal machen wollte und nicht mehr machen möchte. Ich mache das, weil aus Hobby, für YouTube, für die Kamera, mehr nicht. So, wir haben gelernt in der Schule. Ihr müsst verkaufen. Wenn euer Beruf, wenn euer Firma, wenn euer Salon laufen will, soll, muss, dann müsst ihr verkaufen. Und zwar auf Teufel komm raus, ja? Also bietet euren Kunden das und das an. Bietet euren Kunden das und das an. Natürlich immer nur das, was für die Haut gut ist, was für den Kunden, das ist ja logisch, ja? Das bekommt man natürlich beigebracht. Aber verkaufen ist eben das A und O. Versucht, die Kunden von euren Produkten zu überzeugen. Versucht, eine gute Produktlinie zu finden, die zu eurem Kosmetiksalon passt. Aber verkauft dann auch diese Produkte, ja? Und sagt nicht, ihr könnt in die Drogerie gehen und da eure Sachen kaufen. Sondern natürlich möchte man, dass in einem Schönheitssalon die Produkte aus dem Schönheitssalon verkauft werden. Also, wie gesagt, auch nicht alle. Und wie gesagt, es gibt mit Sicherheit ganz tolle Kosmetikerinnen, die das alles richtig so machen, wie man es auch machen sollte. Aber ich gehe da nicht hin. Ja, ich kann das, ich weiß das, ich kenne mich, ich kenne niemand anders. Ich sage auch nicht von mir, dass ich das alles für jemand anders machen könnte, weil ich es eben viele Jahre nicht gemacht habe. Ich bin da völlig raus. Interessiert mich auch gar nicht. Ich mache das für mich. Und für euch und für mein Vergnügen und für nichts anderes. Aber ich weiß natürlich, wie man mit einer Rosazie umgeht. Und ich weiß natürlich, dass man das eine oder andere Produkt bei einer empfindlichen Rosaziehaut nicht macht. Aber
Bei mir macht es ja nichts, ja? Also seht, meine Haut sieht gut aus, ich habe wenig Falten, meine Rosazee ist im Griff, ich sprieße nicht, ich habe keine dicken Alterpickeln, meine Rötungen sind nicht mehr geworden, bis auf hier so ganz kleine Äderchen, die weiter rauskommen. Das ist aber normal, das ist völlig normal bei diesem Krankheitsbild, egal welche tollen Cremes. Ich habe hier oben auch teure Cremes bekommen, Emil hat mir auch welche mitgebracht vom Hautarzt. Ich habe wirklich alles ausprobiert, was mit Rosazee zu tun hat, und nichts, wirklich nichts hat geholfen, ja. Jetzt sei das nicht gesagt, dass nichts hilft und dass ihr das nicht machen sollt und dass ihr das nicht kaufen sollt, um Gottes Willen. Jeder muss für sich selber herausfinden, was für seine Rosazee gut ist, was für ihn am besten ist. Ich kenne viele, viele tolle Menschen, die die teuersten Produkte in ihre Gesichter schmieren und davon überzeugt sind, dass das richtig gut hilft und dass das wirklich das Nonplusultra ist. Das kann sein. Für seine Haut, für ihre Haut, aber nicht für meine. Ja, ich habe wirklich viel probiert. Ich habe wirklich viel gemacht. Ich habe damals in meiner Schule auch viel ausprobieren lassen auf meinem Gesicht. Aber nichts hat mich überzeugt. Wirklich nichts. Sondern so wenig wie möglich Produkt auf meine Haut tut mir gut. So wenig Sonne wie möglich tut mir gut. Und so wenig verschiedenartige Inhaltsstoffe in einem Produkt tut mir gut. Also so wenig wie möglich ein Produkt beinhaltet, desto besser ist es für meine Haut. Da muss auch gar nicht viel Feuchtigkeit drin sein, da muss auch gar nicht irgendwie irgendwelche Wirkstoffe drin sein. Es muss einfach nur meinem Hautbild entsprechend eine Creme sein. Wenn ich das machen würde, ja, täglich kein Make-up, ja, das ist auch nicht gut, wirklich nicht gut. Täglich neue Produkte ausprobieren, einmal im Monat ein neues Produkt ausprobieren, ist alles schädlich für meine Haut. Aber ich mache es, ja, ich mache da YouTube, ich habe Dinge, die ich machen möchte, und auch wenn ich sie nicht machen sollte, dann mache ich das, ja. Aber das ist ja mein persönliches Ding und niemand anders soll das so machen, wie ich das mache. Und jedes Mal, wenn ich peele, wenn ich irgendetwas ausprobiere, sei es Essigwasser, sei es Backpulver, sei es keine Ahnung, was ich nicht alles für Experimente mit euch gemacht habe, immer sage ich: Geht vorher fragen, ob ihr das machen könnt. Seid vorsichtig, macht es mir nicht nach gleich, sondern erstmal ausprobieren mit einer wenig starken Dosierung. Sage ich das nicht? Sage ich es nicht immer? Und wenn ich es mal vergessen haben sollte, dann bitte, dann beherzigt das. Nicht einfach blind alles uns YouTubern nachmachen. Jede Haut, jeder Körper ist anders. Ja, nicht nur die Haut ist anders, auch der Körper ist anders. Wie schwitze ich? Was für Stresshormone habe ich? Was für allergische Grunddinge habe ich in mir, von denen ich vielleicht noch nichts weiß? Was habe ich für eine Umgebung? Trockene Heizungsluft, feuchte Luft. Ich habe schon 100-mal drüber gesprochen. Bitte, bitte nicht immer alles gleich nachmachen. Erstmal austesten. Bei mir funktioniert Apfelessig gut. Ich kann auch mit meiner Haut ganz viele Dinge machen. Ja, guckt doch euch meine Haut bitte an. Ja, guckt euch meine Haut an. Ja, ich habe Rosazee. Ja, ich habe hier auch verstärkt Äderchen in den letzten Jahren bekommen. Ja, aber trotzdem, das ist doch in Ordnung so. Und wenn ich viel weniger machen würde, wenn ich aufhören würde mit YouTube und nichts mehr mache, ja, und dann nur mich auf meine Base konzentriere, mich eine Basis pflege, die für meine leicht trockene, aber auch so ein bisschen doch noch fettige Haut, für meine Mischhaut ist auch nicht richtig, ich habe nicht keine Mischhaut, aber ich weiß doch am besten, was ich für eine Haut habe, weil ich eben das gelernt habe, ja, jetzt doch gelernt, ich weiß das doch, und dann weiß ich doch auch, was für meine Haut am besten tut, nämlich eine ganz normale Pflege. Vielleicht Kokosnussöl, damit bin ich gut zurechtgekommen. Das kann ich aber in den Augen nicht mehr ab und es ist mir auch zu schwer. Das hatte ich gut vertragen. Ich habe noch ein paar andere Öle gut vertragen, aber ich mag es kein Öl mehr auf der Haut. Ich kann das nicht mehr ab. Früher habe ich es immer gemein, kann ich nicht mehr. Nivea habe ich gut vertragen, kann ich auch nicht mehr ab. Also ich brauche einfach nur so eine ganz leichte Feuchtigkeit mit möglichst wenig Konservierungsstoffen, mit möglichst wenig Zusatzstoffen. Einfach nur eine ganz normale Basis. Das tut mir am besten und nicht keine Sonne.
Also möglichst nicht in die Sonne. Aber ich liebe die Sonne. Ich möchte in die Sonne. Ich möchte auch braun werden. Und auch wenn ich dann rot werde, wie ein Krebs, ist mir egal. Ich will Sonne. Und manchmal muss man auch einfach tun, was man möchte. Also wenn ich das jetzt ganz schlimm bekommen würde, alles, dann mache ich es ja nicht. Ist ja logisch. Ich will ja keine Schmerzen, ich will ja keine Pickel, ich will ja keine dicken Eiterdinger oder noch mehr Rötungen haben. Aber das passiert ja bei mir nicht, ja? Jede Rosazie ist anders, genauso wie jede Haut anders ist, genauso wie jede Körper anders ist. Ich mache das so und bitte, bitte nicht nachmachen. Ja, ich sage es immer wieder, ihr könnt es mal ausprobieren, ihr könnt es austesten, vielleicht so ganz vorsichtig einmal, aber nicht blind nachmachen. Ja, fragt immer euren Arzt, euren Hautarzt, der ist der beste Ansprechpartner dafür und auch da immer mit Kritik. Ja, also immer auch selbst sich informieren, nicht blind, immer auf alle verlassen, bitte. Jeder Beruf basiert darauf, Profit zu machen, ja. Und auch Ärzte sind leider damit drin involviert. Also insofern, ich bin jetzt kein Ärztefeind. Ihr wisst, ich liebe die Medizin. Ich wünschte, ich könnte mein Leben nochmal von hinten nach vorne aufkrempeln und selber Ärztin werden. Ich liebe den Beruf, ich respektiere ihn. Ich weiß, dass es richtig tolle Ärzte gibt, die wirklich mit Herzblut bei ihrem Beruf sind und niemals so etwas machen würden. Aber ich weiß, dass es auch viele gibt, die es doch machen. Ja? Die an ihre eigene Tasche denken, die an ihren Profit denken, die Geld auf Deutsch machen wollen. Ja? Das ist einfach so. Das ist Fakt und das weiß man. Und deswegen immer, immer mit Kritik und gesundem Menschenverstand an alle Dinge herangehen. Auch an mich, ja, auch bei mir kritisch sein, nicht alles blind nachmachen und glauben, was ich euch erzähle. Ich versuche es so zu erzählen, wie ich es als richtig empfinde. Das muss aber noch lange nicht heißen, dass es bei euch auch richtig ist und es bei euch auch funktioniert, dass es bei euch auch klappt, ja. Deswegen, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel das Maismehl, was ich alles auf meine Haut mache, ja. Ich puder damit ab, ganz selten, ja, aber wenn ich es mache, passiert dann nichts. Nur, wenn ihr das macht, dann verstopfen vielleicht die Poren, entzünden sich und kriegt allergische Reaktionen. Also bitte nicht blind vertrauen und nachmachen. Weder mir, noch einem anderen YouTuber, noch einem Arzt, noch einer Kosmetikerin. Immer selber gucken, was kommt gut, was nicht, was hilft und auch nicht gucken. So, einen Tag habe ich das gemacht, eine Woche habe ich das gemacht, so, das klappt oder klappt nicht. Meistens braucht die Haut einen Monat mindestens, um sich an neue Produkte zu gewöhnen, wenn nicht länger, ja. Und dann auch gibt es so viele andere Faktoren. Vielleicht habt ihr gerade in dem einen Augenblick, in dieser Woche richtig viel Stress. Oder vielleicht geht es euch in diesem Augenblick richtig gut, wo ihr das ausprobiert. Dann kann es aber wieder ganz anders sein, in dem Moment, wo ihr mit eurem Beruf wieder anfängt und wo ganz andere Dinge wichtig sind. Wo ihr vielleicht auch nochmal andere äußerliche Umstände auf eure Haut einwirken. Wo ihr was anderes esst, wo ihr euch anders ernährt. Das sind so viele Dinge, die da mit reinspielen. Kann ich dieses Produkt, wie sind wir eigentlich jetzt hier auf das Thema gekommen? Das wäre doch jetzt wieder ein richtig eigenständiges Video. Nee, Leute, also okay. Ihr habt, glaube ich, ich wiederhole mich, ihr wisst, ich mache das gerne, damit man mich auch wirklich versteht, weil die Menschen verstehen mich einfach nicht. Die verstehen mich einfach nicht. Da kann ich doch nicht anders, als ständig mich zu wiederholen, damit man es auch wirklich kapiert. Und bitte, wenn man das nicht kapiert und wenn man mich nicht mag und wenn man sagt, die ist doch echt und die hat sie nicht alle, dann drückt auf den Knopf und tschüss. Auf jeden Fall, das war Schnee. Ich zeige euch jetzt mal in meinem Badezimmer, wie doll das hier schneit oder geschneit hat oder immer noch schneit. Schau mal, Moment. Oh, ist ja furchtbar. Ist echt furchtbar. Ich hasse Schnee. Ich hasse Schnee über alles. Kann ich anders sagen. Ich hasse Schnee. Gut, guck, ich zeige es euch. Oh nee. Guckt euch das an. Ist das nicht furchtbar? Wie im tiefsten Winter. Tja, so ist das. Schöner Shit. Tja, komm mal den Schnee mal. Ich glaube, dass du das schaffst, Pipi zu machen. Glaub ja nicht. Findest deinen Platz bestimmt nicht. So. Oh mein Gott. Ich tausche schon wieder, ne? Das ist aber auch schlimm mit mir. Ich kriege gleich wieder Ärger von einigen Leuten. Nee, die Katze rückt aus und raus. Tja, so bin ich halt. So. Mal sehen, ob sie ihren Platz findet. Das möchte ich ja mal bezweifeln. Miley. So viel Schnee hatten wir im ganzen Winter nicht, wie wir jetzt im Frühling haben. Ja. Tja.
Ja, hier im Platz. Doch, sie fängt an zu Pipi machen. Okay, das war aber dringend, ne? Sonst hätte sie jetzt 7 Stunden nach dem rechten Platz gesucht. Und unsere schönen Hecken, hoffentlich überstehen die das. Sohnemann ist noch da. Miley im Schnee, im Frühling. Nee. Jetzt könnte ich ja eigentlich mal das Testvideo drehen mit der Foundation von Woolworth. Das könnten wir doch eigentlich jetzt mal machen. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken, ob ich da irgendwas an Sachen noch im Gesicht sehe, die ich mal... Moment, ich kann euch da eben reinstellen. Oh, das ist echt furchtbar, das Wetter. Ganz, ganz furchtbar. Kommen immer mehr Milien. Also jedes Mal, wenn ich aufs Dorf, also nächstes Mal, wenn ich aufs Dorf, muss ich unbedingt mein Gerät mitbringen. Ja. Ja, soweit alles gut. Ja, ich sag euch ja, mit meiner Haut, das ist keine typische Rosazea-Haut, das ist einfach, oder natürlich ist sie typisch, aber sie ist nicht so, dass man sagt, oh mein Gott, also es geht. Alles in Ordnung. Ich habe ja während der Ausbildung in der Hautklinik gearbeitet. Das musst du, ne? Wenn du, also jedenfalls auf unserer Schule war das so. Leute, was haben wir an Rosazea gesehen? Was da schlimme Hautbilder waren. Richtig, richtig erschreckend. Ja, auch gerade Männer, ganz, ganz schlimme Hautbilder haben wir da gesehen. Und unsere Hautärztin in der Klinik ist da wirklich mit schwersten Medikamenten ran. Aber auch da haben sie das kaum in den Griff bekommen. Ich hatte auch eine Kollegin, die hatte das auch. Also richtig dicke Pickeln überall. Ganz, ganz schlimm. Also dieses Hautbild ist nicht zu unterschätzen, ne? Also deswegen sage ich ja, macht das nicht nach, was ich mache. Also jeder kann ja das sein eigenes Risiko abschätzen. Ich bin halt nicht jemand wie jeder andere, sondern ich kenne mich da schon mit aus und deswegen weiß ich natürlich auch, was ich mache. Also bitte nicht, nicht immer sagen oder denken, ich sag mal, was macht die denn mit sich? Ich weiß schon, was ich mit mir machen kann und was nicht. Und dass es alles nicht gut ist, was ich hier an Experimenten mache, das ist auch klar, ne? Aber das eine, was man will und das andere, was man muss, da muss lege ich dann immer ab, was kann ich nicht machen. Und ich weiß ja, was ich machen kann. So, jetzt ist mein Sohn aufgestanden. Also ich fange jetzt erstmal das Video abzudrehen, sonst schaffe ich das wieder nicht. Oh. Hallo. Ja, ich muss mich mal so ein bisschen betrachten. Ich habe nämlich eine neue Foundation mit euch getestet und muss mal so ein bisschen noch mal gucken. Man sieht immer anders aus, finde ich, ne? Wenn man so eine Foundation, jetzt guckt euch das mal an, dann ist doch nicht zu fassen, oder? Ist das nicht furchtbar? Aber es hat wenigstens aufgehört zu schneiden. Mein Sohn ist weg. Habe ich nur das verpasst, weil ich gedreht habe, aber egal. Eben kam Emil in mein Zimmer und wollte was. Und ich habe gesagt, keine Zeit, ich muss mal eben das Video zu Ende drehen. Dann ist sie wieder weg und jetzt ist sie nicht da. Wahrscheinlich ist sie wieder ins Bett. Also ich vermute mal, ich hätte Baby halten müssen, damit sie duscht. Kann sein. Genau, dann mache ich jetzt mal Frühstück für uns, für mich und meine Tochter. Ich glaube nämlich, dass die wieder ins Bett gegangen sind. Eben lief sie dann noch im Pyjama und allem rum. Deswegen vermute ich das mal. Ja, ist das furchtbar. Ich hasse Schnee. Ich habe schon immer Schnee gehasst. Es ist nass, es ist kalt, es ist matschig, die Füße werden nass. Ach, tja, bin Sommerkind. Also egal wie heiß es ist, egal, aber bitte Sonne, blauer Himmel, Meer, Strand und Urlaubsfeeling.
Naja, gut, ich mache da mal, das sieht hier auch wieder aus, ich sag's euch. Ich habe eigentlich gestern auch sauber gemacht, ja, aber meine Schwiegertochter hat für meinen Sohn Essen mit für die Arbeit gegeben, deswegen. Also, ich räume jetzt mal hier auf und dann mache ich Frühstück. Wollt ihr dabei bleiben? Könnt ihr auch machen, könnt ihr hier stehen, könnt mir zugucken. Ne, Mali? So, und ich tue mal dahin. Das Melone haben wir gestern Abend gegessen. Gibt hier auch noch. Schmeiß ich mal weg. Ne? Ich glaube, das kann man nicht mehr essen. Maschine an, wenn wir Frühstück haben. So, das reinmachen. Voll. Das kann man aber noch essen. Das mache ich mal wieder rein. Moment. Das ist aber nicht mehr gut. Muss ich dann aber zum Ascheimer gehen und das will ich jetzt nicht. Ja, ich habe meine Haare noch nicht gestylt heute, da hatte ich jetzt keine Zeit zu. Mache ich dann auch noch mal gleich. Schreiben dann gleich wieder einige, oh, wie furchtbar sehen deine Haare aus. Leute, Leute, als hätte man nichts anderes zu tun, als über meine Haare zu meckern, ehrlich. Weißt du das selber? So, das. Die sollte lieber mal zum Friseur gehen. Die sollte mal lieber zum Kosmetikerin gehen. Die sollte mal lieber was anderes machen. Alles soweit klar, Schiff. Ich mache den Ring mal eben raus hier. Kann ich nämlich auch das alte Wasser da rein tun. So. Weil wenn ich das so in Müll gebe, dann wird mal wieder reingehen. Das nehme ich nicht mit Hähnchen von vorgestern. Und dann bringe ich das mit eben zum Müll. Entschuldigt bitte, aber ihr merkt gerade, ich habe es heute mit den Kommentaren oder seit gestern, ne? Aber ich frage mich immer, warum macht man sowas? Warum schreibt man sowas? Damit beleidigst du doch eine Person. Das kann man aber nicht machen. Das ist doch einfach nicht richtig sowas. Ja, na gut, ja, alles klar. Jo, und jetzt habe ich die Enkelin wieder im Arm und ja, da haben sich auch einige, oder eine hat geschrieben, ich lasse das Kind ins Handy gucken, wie kann man sowas machen? Und da hat sie auch noch ein Wort benutzt, was ich echt unter der Gürtellinie fand, aber ich habe es jetzt trotzdem mal stehen lassen.
Also ich lasse doch das Kind nicht in das Handy gucken. Sie hat in das Handy, natürlich, sie will das Handy haben. Wenn ich filme, dann will sie das Handy haben. Das ist doch ganz logisch. Und dann sieht sie Oma, während sie filmt. Sie sieht mich doch jetzt, während ich filme, sieht sie doch mein Gesicht. Und ich glaube, selbst wenn sie das sieht, ist doch nicht schlimm. Also das ist doch nicht normal, ne? Also ehrlich, manche Leute, da kann man sich wirklich nur an den Kopf fassen und fragen. Das macht man einfach nicht, sowas da, das tut man nicht. Das ist einfach, das ist unter der Gürtellinie, das ist einfach unerzogen. Sowas macht man nicht. Das ist ein, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ehrlich. Na gut.